Guten Abend, aufmerksame Betrachter und Betrachterinnen meines Vlogs werden meine Abneigung zu Jugend- bzw. zu YouTube-Sprache kennen. Ich kann mit Dicker, Alter, küss deine Augen und auf deinen Nacken meinen Nacken. Dem kann ich einem nichts abgewinnen und ich kann es überhaupt nicht leiden. Jetzt habe ich so eine Art Liebesbrief an die deutsche Sprache gefunden. Und den möchte ich euch unbedingt vorlesen. Hallo, ich bin der Hauser Solo. Das ist mein Daily Vlog. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Ich bin tatsächlich nicht sicher, ob ich das vorlesen darf. In der heutigen Zeit weiß man ja nicht so genau. Aber ich werde unten den Text verlinken in die Beschreibung. Und ich werde auch jetzt sagen, woher ich es habe. Gefunden habe ich den Text in der Zeit. Und er ist von einem Journalisten namens Manfred Bissinger geschrieben. Manfred Bissinger war mit Roger Willemsen befreundet und schreibt ihm nun einen Brief, um ihm die aktuelle Zeit näher zu bringen. Ich fand diese Idee total schön und ich fand es total schön, wie dieser Brief geschrieben ist. Es ist einfach der Brief an sich ist eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache, die ich finde immer mehr und mehr verloren geht und die gar nicht mehr richtig wertgeschätzt wird. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen, die meinen Vlog angucken, wirklich von diesem Video jetzt begeistert sein werden und ob es ein paar wenige zu schätzen wissen. Aber wenn es schon 5 Leute sind, denen dieser Brief gefällt, dann reicht mir das schon. Übrigens, wann habt ihr eigentlich zuletzt mal einen Brief geschrieben? Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Brief geschrieben habe. So richtig von Hand auf Papier mit einem Füller. Macht das mal wieder. Schreibt mal wieder. So, es folgt jetzt der Brief von Manfred Bissinger an Roger Willemsen, gefunden habe ich das in der Zeit. Sehr verehrter, lieber Freund. Ja, so haben wir uns immer angesprochen, wenn wir persönliche Botschaften austauschten. Der Siegeszug des Du ist einfach an uns vorbeigezogen. Überhaupt waren wir beide ziemlich altmodische Gesellen. Zu unseren Ritualen gehörte es beispielsweise, dass wir uns regelmäßig Briefe schrieben, um latente Probleme präziser zu klären, als es telefonisch denkbar gewesen wäre. Gepflegt haben wir unseren Briefwechsel von dem Tag an, als Sie in Ihr TV-Studio 0137 einluden und mich nach der bevorstehenden Gründung der Wochenzeitung Die Woche auszufragen. Es war Zuneigung und Vertrauen vom ersten Moment an. Schon wenige Tage später verabredeten wir uns ein weiteres Mal zum Mittagstisch. Ich wollte Sie unbedingt als Kolumnisten verpflichten und Sie mit mir am Konzept der Woche feilen. Schließlich wird nicht so oft eine neue Zeitung herausgegeben. Ich riss einen Streifen von der Papiertischdecke und schrieb Ihnen auf, dass Sie bei Themen und Inhalten völlig freie Hand hätten. Das war Ihre Vorbedingung und wir haben sie fast 10 Jahre lang durchgehalten. Keine Woche ohne Willemsen in der Woche. Sie lieferten selbst aus Afghanistan pünktlich. Dass sie am 15. August ihren 65. Geburtstag feierten, ist mir zusätzliche Legitimation, ihnen wieder zu schreiben. Sagen muss ich ihnen als erstes, dass wir sie unendlich vermissen. Mehr noch, dass ihre engagierten Einlassungen und Einwürfe dem politischen und kulturellen Dialog der öffentlichen Debatte schmerzlich fehlen. Auch, dass sie in ihrer einmaligen Vielfalt als Autor, Essayist, Entertainer und Kümmerer immer noch keinen wirklichen Nachfolger gefunden haben. Vermutlich lege ich die Latte einfach zu hoch, aber sie sind und bleiben nun mal über den Tod hinaus mein Maßstab. Ursprünglich waren wir ja sogar verabredet, gemeinsam alt zu werden. Ihre Expertise wäre mir gerade in diesen bewegten Zeiten
von höchster Bedeutung. Sie müssen wissen, hier unten auf der Erde hat sich gerade Grundstürzendes zugetragen. Wir drohen wider Willen, zu Sklaven einer Pandemie mit dem Namen Covid-19 oder Corona zu verkommen, als deren Folge nicht nur gesellschaftlicher und kultureller Stillstand eingetreten ist. Hunderttausende Tote sind zu beklagen. Und es werden immer mehr. Überall auf der Welt. Dazu drohen Millionen Existenzen vernichtet zu werden. Besonders hart trifft es die Kreativen und ihre Helfer. Also all die, die sie zeitlebens geschätzt und die ihnen nahe waren. Die Musiker und Lektoren, die Kameraleute und Kabelträger, im Prinzip jene, die zum reibungslosen Ablauf des Kulturbetriebes beitragen bzw. ihn überhaupt erst möglich machen. Es bahnt sich eine Katastrophe an. Sie werden es sich schwer vorstellen können, aber seit Monaten ist alles geschlossen. Kein Theater, kein Konzert, keine Komödie, selbst die Buchhandlungen waren über Monate verriegelt. Lange Zeit war kein Ende des Shutdown abzusehen. Mittlerweile wurden viele Schließungen wieder aufgehoben. Doch niemand weiß, wie lange das gut gehen wird. Viele der von Schließung Betroffenen jobben mittlerweile im Kurzarbeitermodus oder verdingen sich artfremd. Wie der Opernstar, der uns als Kellner nun die Spaghetti serviert. Die Soforthilfen des Staates sind längst wie Tropfen auf dem heißen Stein verdampft. Die Politik hat Parteigrenzen vorübergehend hinter sich gelassen. Es gibt keine Opposition mehr. Ihre sehr frühe Voraussage, die Liberalen von der FDP würden im Ernstfall versagen, ist längst eingetreten. Die Populisten frohlocken und nie hat mich die Gegenwart intensiver an Heinrich Manns Der Untertan erinnert. Während Sie noch unter uns, verehrter Freund, Sie hätten Tag und Nacht damit zu tun, Kolleginnen und Kollegen zu trösten, zu unterstützen, ihnen Mut für die ungewisse Zukunft zu machen. Sie konnten das wie kein anderer. Als Sie mit großen Schritten auf die 60 zugingen, editierte Isa Wilke einen feinen Band über ihr Leben als leidenschaftlicher Zeitgenosse. Ja, das waren sie. Heute müsste der Titel allerdings richtiger heißen als unersetzlicher Zeitgenosse. Warum sie uns so sehr fehlen? Sie waren von den Intellektuellen und Denkern derjenige, der bereit war, seine Erkenntnisse und Analysen der Lage auch direkt in die Tat umzusetzen. Wenn sie feststellten, den afghanischen Frauen fehlte Wasser, dann sammelten sie und bohrten Brunnen. Sie schwebten nie auf der Wolke 7. Sie standen mit beiden Beinen auf dem Boden der Realitäten, sei es bei den Häftlingen von Guantanamo oder all den anderen bedrohten Rechtlosen rund um den Globus. Überall, wo sie Station machten, haben sie frohe Menschen zurückgelassen. Sie waren ihnen verlässlicher Freund und Mentor geworden. Von den groben Verwüstungen der Pandemie habe ich schon berichtet. Leider muss ich noch ergänzen, dass ich selbst in dieser existenziellen Bedrohung die Vernunft nicht durchzusetzen vermag. Dabei sind die Schlachtfelder nicht weniger geworden und die Macht wird nach wie vor skrupellos zelebriert und missbraucht. Die autoritären Regime von Peking über Moskau bis nach Ankara spüren weiter Aufwind. Sie fühlen sich ermutigt von der erratischen Politik des US-Präsidenten Donald Trump, der so unerwartet auf Barack Obama folgte. Selbstverliebt verteufelt er alles, was nach sozialer Verantwortung, Gerechtigkeit und Liberalität riecht und zerstört damit gnadenlos den amerikanischen Traum. Mit seiner Präsidentschaft eroberte er ein Wort die Weltbühne, das zuvor Spekulanten und Diktatoren vorbehalten war. Deal. Alles und jedes wird zum Geschäft degradiert. Selbst die Freiheit. Aber auch unser Deutschland durchläuft schwere Jahre. Der Antisemitismus und der Hass auf Ausländer, latent immer zugegen, zeigt wieder offen sein hässliches Gesicht. Synagogen sind erneut Ziele von Attentaten. Und erstmal genießen rechtsradikale Nazis Rückhalt im Deutschen Bundestag.
Der Kreiseführer der AfD, Alexander Gauland, darf ungestraft über das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte resonieren. Hitler und die Nazis seien nur ein Vogelschiss in unserer tausendjährigen Geschichte gewesen. Sie verstehen, lieber Freund, es wäre nicht nur schön, es wäre mehr als hilfreich, einen Kämpfer ihrer Kraft und ihrer Prägung an unserer Seite zu wissen. Wir müssen wachsam sein. Wenn im Herbst die vom Shutdown ausgelöste Pleitewelle rollt und mit ihr das Heer der Arbeitslosen wieder anschwellt, dann können wir nur hoffen, dass die Republik ein weiteres Mal ihre Bewerbungsprobe besteht. Die letzte schwere Prüfung darf inzwischen als weitgehend bestanden gelten. Erinnern Sie sich noch, als die Welle der Flüchtlinge nach Europa schwappte, über Nacht fast alle Länder ihre Grenzen dicht machten, die Regierungen sich wegduckten, um nur ja nicht ihren Wohlstand zu gefährden? Allein Angela Merkel, der keiner von uns das zugetraut hätte, zeigte Mut und Zuversicht und ließ weit über 1 Million Frauen, Männer und Kinder ins Land. Wenig später trotzte sie dem Hagel der Kritik und sprach den kühnen Satz, der in den Geschichtsbüchern ihre Kanzlerschaft prägen wird. Wir schaffen das. Ihre Landsleute hat sie damit gespalten. Ein Teil entwickelte eine beispiellose Willkommenskultur, ein anderer pflegte Wut und Hass auf Ausländer, beflügelte radikale Parteien und legitimierte den Terrorismus von rechts. Weltweit wurde Angela Merkel applaudiert. Das hätte einer deutschen Regierungschefin keiner zugetraut. Überwältigte Kommentatoren sprachen sogar vom menschlichen Ende des Zweiten Weltkriegs und keiner mochte so recht daran glauben, dass die Bundeskanzlerin ihr Versprechen würde je halten können. Zwar lösten sich die spontanen Willkommensgruppen schon bald wieder auf, aber der Staat schuf den Flüchtlingen in einem einmaligen Kraftakt eine Basis, auf der sie jedenfalls besser überleben konnten als in den Kriegsgebieten, aus denen sie geflohen waren. In der Politik vollzog sich überhaupt Ungewöhnliches. Der Bundestag beendete einen jahrzehntelangen Parteienstreit und verabschiedete ein Gesetz, das Deutschland endgültig zum Einwanderungsland machte. Auch die prophezeiten sozialen Verwerfungen blieben aus. Aber bitte, lieber Freund, denken Sie jetzt nicht, der gewünschte Prozess sei erfolgreich abgeschlossen, die Integration in trockenen Tüchern. Nein, das ist noch lange nicht der Fall. Aber der Anfang ist gemacht und er sollte in Ihrem Sinne sein. Jetzt muss Europa folgen und ein weiteres Mal hoffen wir auf Angela Merkel, die ihre momentane Präsidentschaft nutzen will, um die widerspenstigen Länder zu einer gemeinsamen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zu vereinen. Sie wissen, wie schwierig es wird. Zum Schluss dieses Briefes will ich noch schnell eine Information weiterleiten, die Ihnen sicher Freude machen wird. Vieles von dem, was Sie zu Lebzeiten angestoßen haben, blüht weiter. Die Roger Willemsen Stiftung hat inzwischen ihr Haus in Bergedorf bezogen. Seit 2 Jahren konnten schon 19 vielversprechende Stipendiatinnen dort arbeiten. Mit von der Partie sind ihre Freunde von Mare und neuerdings kommt auch die Hamburger Kulturbehörde ins Spiel. Sie vergibt 3 Plätze als Sommerresidenz für Literatur und bildende Kunst, alles fein organisiert von ihrer bewährten Mitarbeiterin Julia Wittgens. Ach, wie schön wäre es doch, wenn wir zusammen in Bergedorf ihren 65. feiern könnten. Von Herzen, Ihr Manfred Bissinger. Wie gesagt, liebe Zeit, wenn ich das nicht darf, dann sagt Bescheid. Ich verlinke das auf jeden Fall überall, wo es auch nur geht. Ich habe jetzt auch mehrfach gesagt, wer es geschrieben hat und woher ich das habe. Aber es ist so ein schöner Text, so ein schöner Brief an einen verstorbenen Menschen, den ich auch mochte. Und der darf einfach nicht untergehen, der darf nicht in Vergessenheit geraten, der muss geteilt werden, finde ich. Der muss verteilt, geteilt werden, der muss beachtet werden. Übrigens, ich werde in die Beschreibung auch einer meiner Lieblingsvideos mit Roger Willemsen teilen oder verlinken. Da spricht er mit Charlotte Roche über Analsex. Ja, wenn's
euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, warum es euch nicht gefallen hat oder ob es was euch daran gefallen hat. Lasst mal einen Kommentar da, ob ihr Briefe schreibt, ob ihr noch Briefe schreibt, wann ihr euren letzten Brief geschrieben habt, an wen ihr den geschrieben habt. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu hier seid und total verwundert seid, was der Typ da gerade macht. Vielleicht kommt noch mehr Verwunderliches. Vielleicht kommt auch wieder Normales. Gestern wurde mir geschrieben, einen sehr netten Kommentar habe ich gestern bekommen. Ich soll wieder mehr aus meinem Leben erzählen. Ja, ich werde wieder mehr aus meinem Leben erzählen. Aber das gehört auch zu meinem Leben. Also wenn ich schöne Texte entdecke in einer schönen Zeitschrift, dann und die mir gefallen, dann muss ich das einfach teilen. Auch das gehört zu meinem Leben. Bleibt gesund, liebe Leute. Wascht euch die Hände, putzt euch die Zähne, putzt euch die Nase und denkt dran, es kommt immer anders, wenn man denkt. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.